Aktuell gibt es vier Unternehmen, die sich gemeinsam 80% des gesamten Welthandels mit Getreide aufteilen. Diese Big Boys werden auch ABCD Companies genannt. Archer Daniels Midland ist einer dieser Giganten, welcher sich gerade mit ca. 45% vom All-Time-High auf Talfahrt befindet. Wollt ihr wissen, ob ADM jetzt ein Kauf sein könnte, dann solltet ihr unbedingt bei dieser Analyse dranbleiben. Ich wünsche euch viel Spaß beim Schauen. Ich habe euch hier kurz für einen Überblick die Agenda eingeblendet. Natürlich könnt ihr auch direkt zu den Kapiteln springen. Bleibt aber dran, wenn ihr nichts verpassen wollt. Los geht's! Archer Daniels Midland Company, kurz ADM, ist ein multinationaler Gigant im Bereich der Lebensmittelverarbeitung und des Rohstoffhandels. Das Unternehmen wurde 1902 in Minneapolis, Minnesota, gegründet. Die beiden Gründer waren George Archer und John Daniels. Die ursprüngliche Firma, die von den beiden gegründet wurde, beschäftigt sich mit dem Pressen von Leinöl. Später im Jahr 1923 übernahm die Archer Daniels Linseed Company die Midland Linseed Products Company und änderte ihren Namen in Archer Daniels Midland. Wie immer gibt es von mir auch einen Fun Fact zum Unternehmen. Ein bemerkenswerter Moment in der Geschichte von ADM war der Skandal in den 1990er Jahren. Das Unternehmen betrieb illegale Preisabsprachen beim Vertrieb von Lysin. Gemeinsam mit vier anderen Unternehmen wurde der Preis für den Tierfutterzusatz künstlich erhöht. Mehrere Mitglieder von ADM wurden schuldig gesprochen und das Unternehmen erhielt eine Geldstrafe von 100 Millionen US-Dollar. Dieser Skandal wurde dann sogar 2009 mit Matt Damon im Film The Informant verfilmt. Nach dem Video könnt ihr dann also gleich die Popcorn in die Mikrowelle werfen, aber vergesst nicht vorher noch meinen Kanal zu abonnieren. ADM beschäftigt derzeit rund 42.000 Mitarbeiter weltweit. Der Umsatz betrug 2022 gewaltige 100 Milliarden US-Dollar. Die Marktkapitalisierung beträgt rund 30 Milliarden US-Dollar. Ebenso ist ADM im wohl wichtigsten Index, dem SP 500, vertreten. Dann werfen wir also einen Blick auf das Portfolio von ADM. Im Wesentlichen besitzt das Unternehmen drei Hauptsektoren. AG Services und Oilseeds ist mit Abstand der größte Sektor und erwirtschaftet fast 80% Prozent des gesamten Jahresumsatzes. In diesem Bereich geht es vor allem um Beschaffung, Lagerung, Trocknung, Mischung, Transport und Export von Getreide- und Ölsaaten, wie auch das Zerkleinern einer Vielzahl von Ölsaaten, um Mehl- und Ölprodukte für Mensch- und Tiernahrung herzustellen. Ebenfalls betreibt ADM in diesem Sektor Raffination und den Vertrieb von Speiseölen und Biodiesel. Somit ist das Unternehmen auch bei den erneuerbaren Kraftstoffen vertreten. Zusätzlich werden noch Spezialöle für die Lebensmittelindustrie oder die Industrie gemischt und diverse Hülsenfrüchte verarbeitet hinzu kommen sogenannte value-added services also die dienstleistungen die über das kerngeschäft hinausgehen wie zum beispiel logistik oder auch handelsfinanzierungen man sieht also dieser geschäftsbereich hat es ordentlich in sich und ist auch sehr breit aufgestellt der bereich carbohydrate solutions umfasst alles was mit lebensmitteln oder industriestärke zu tun hat diese fließen in lebensmittel oder in die papierindustrie ein hinzu kommt noch zucker und süßungsmittel wie maissirup und maltodextrin diese werden zum Beispiel für Brennereien und Brauereien benötigt. Ein wesentlicher Anteil sind auch Weizenmehl oder andere Spezialmehle für die industrielle Essensverarbeitung und Bäckereien. Hinzu kommt dann noch die Ethanolproduktion und Alkohol in Getränkequalität. Kunden hier sind Kraftstoff- oder Getränkehersteller. Dann kommt noch der dritte wichtige Bereich Nutrition. Hier werden Geschmack und Farbstoffe für Lebensmittel, Nahrungsergänzungsmittel und auch Tiernahrung hergestellt und entwickelt. Zusätzlich werden spezialisierte Soja- und Erbsenproteine und auch alte Getreidesorten verarbeitet. Im Unterbereich Health and Wellness werden ebenfalls Nahrungsmittel, Probiotika, Enzyme, Vitamine für die Industrie, aber auch den Endkunden hergestellt. Zuletzt gibt es noch den Animal Nutrition Bereich, in welchem Futtermittel, Aminosäuren oder besondere Nährstoffzusätze produziert werden. Lasst uns gemeinsam einen Blick auf den Burgram der Aktie werfen. Viele mögen vielleicht glauben, dass die Marke ADM keine wirkliche Rolle spielt. Dem ist jedoch nicht so. ADM ist ein Unternehmen, das bereits seit 1902 existiert und jede Krise überwinden konnte. Für Kunden von ADM bedeutet dies insbesondere eine stabile und nachhaltige Geschäftsbeziehung. Kunden, welche zum Beispiel in der Nahrungsmittelindustrie ansässig sind, benötigen Produkte in sehr hoher Qualität mit der entsprechenden Liefertreue. ADM hat sich hier über die Jahre zu einem Giganten in der Branche entwickelt, was es für Neulingen nur sehr schwer macht, überhaupt am Radar der Kunden aufzutauchen. Bezugnehmend auf die Wechselkosten könnte man ADM auf den ersten Blick keinen wirklichen Burggraben zuschreiben. Jedoch haben Kunden in dieser Branche oft nur einige wenige Lieferanten, wobei sich die Preise nur marginal unterscheiden. Oft werden hier langfristige Lieferverträge gestaltet, die es neuen Lieferanten kaum möglich machen, in das Geschäft einzutreten. Zusätzlich riskiert das Unternehmen beim Wechsel auf einen neuen Lieferanten Qualitätsunterschiede im Produkt, was entweder zu einem Imageschaden führen kann oder teure Einstellungsarbeiten in den Verarbeitungsprozessen erfordert. Generell ist die Branche hart umkämpft und, und es gibt nur einige wenige große Mitspieler. Die hohen Anforderungen an die Sicherheit und Qualität der Produkte macht es für neue Player sehr schwer. Hinzu kommt die hohe Anlagenintensität und die Notwendigkeit von großen Lagern sowie ein gewaltiger logistischer Aufwand, um in dieser Industrie Fuß zu fassen. ADM ist unglaublich stark über die gesamte Lieferkette hinweg. Dadurch ist ADM in der Lage, von der Produktion über den Transport bis zur Lagerung und dem Vertrieb alles abzudecken. Hinzu kommt, dass das Unternehmen unglaublich global aufgestellt ist. Um ein wenig Eindruck zu bekommen, hier einige Zahlen. ADM besitzt 400 Beschaffungs- und Lagereinrichtungen weltweit. Das entspricht 20 Millionen Tonnen globaler Lagerkapazität. Hinzu kommen 10.000 eigene Eisenbahnwagen, 1.200 eigene Sattelauflieger, 1.800 eigene Binnenschiffe, 109 Verarbeitungsfabriken für Ölsaaten, knapp 60 eigene Verarbeitungsanlagen für Weizen und Mais und drei der fünf größten Kornmühlen weltweit. Zusätzlich kommen noch 87 Verarbeitungsanlagen für Tiernahrung hinzu. So, tut mir leid. Ich musste hier mal einige Beispiele nennen, damit man versteht, um was für einen Giganten es sich hier eigentlich handelt. Aufgrund der Größe des Unternehmens und der gewaltigen Produktionsmenge ist ADM in der Lage, eine sehr effiziente Transportlogistik zu betreiben und somit die Kosten für den Warentransport und die Lagerung zu senken. Wie auch schon bei anderen Videos von mir erklärt, führt die Größe auch meistens dazu, dass das Unternehmen eine hohe Verhandlungsmacht gegenüber seinen eigenen Lieferanten hat und somit die Preise über die Abnahmemenge drücken kann. Durch die immer steigende Produktionsmenge und moderne Anlagen können die durchschnittlichen Kosten je Produktionseinheit gesenkt werden. Die wichtige Position am Markt und die dadurch generierten Gewinne ermöglichen es ADM auch sehr stark in die Forschung und Entwicklung zu investieren. Hier liegt der Fokus auch sehr stark auf Nachhaltigkeit. In Summe ermöglicht dies, ADM seine Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten und seine Marktmacht ständig weiter auszubauen. Bevor wir zu den Dividenden kommen, noch ein wichtiger Hinweis Bei den dargestellten Inhalten handelt es sich zu keinem Zeitpunkt um eine Anlageberatung, sondern nur um meine persönliche Meinung und Recherchearbeit. Bei Archer Daniels Midland erhalten wir aktuell schon eine ziemlich hohe Dividendenrendite von ca 3,4. Das Payout auf den Gewinn liegt bei rund 25%, was ein ganz guter Wert ist. Anders sieht es hier leider beim Free Cashflow aus. Hier werden aktuell über 200% des Free Cashflow ausgeschüttet. Bei der Konkurrenz Bungee Global liegen die Werte mit 20% Ausschüttungen vom Gewinn und 107% vom Free Cashflow doch deutlich besser. Wie auch schon bei meiner letzten Analyse von PepsiCo handelt es sich bei ADM um einen Dividendenkönig. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch bei diesem Video vorbeischaut. Die Dividende konnte also die letzten 50 Jahre in Folge gesteigert werden. Die durchschnittliche Steigerung der letzten 5 Jahre liegt bei rund 6,5%. Das ist wirklich schon ein schöner Wert. Konkurrent Bungie liegt hier gleich auf. Ich denke für Dividendenjäger lohnt sich bestimmt ein genauerer Blick auf die Aktie. Analystenmeinungen gehen auch wieder von einer durchschnittlichen Dividendensteigerung von 5% aus. Dann werfen wir gemeinsam wieder einen Blick auf die vergangene Performance. Das 5-Jahres-Umsatzwachstum ist mit ca. 11% ein toller Wert für ein Unternehmen dieser Größe. Konkurrent Ingredient oder Bungee liefern hier mit 5% und 8% nicht so gut ab. Blickt man etwas weiter in die Vergangenheit, so sah es aber nicht immer so rosig aus. Nehmen wir den Zeitraum von 2013 bis 2017, erkennt man, dass hier eine lange Phase mit deutlichem Umsatzrückgang vorhanden war. Die Bruttomarge liegt bei aktuell 7,5% und konnte in den vergangenen Jahren immer ein wenig gesteigert werden, im Vergleich dazu hat Bungie eine Bruttomarge von rund 5,5%. Ingredient liegt hier bei ca. 18% und schneidet somit deutlich besser ab. Die Gewinnmarge konnte in der Vergangenheit auch gut gesteigert werden und liegt bei ca. 4,2%, Bungie liegt bei 2,4% und Ingredient bei 6,19%. Die Free Cashflow-Rendite beträgt aktuell rund 5%, jedoch war diese in der Vergangenheit auch oft negativ. Ingredient liegt aktuell bei 10% und Bungee bei knapp 18%. Beide hatten hier in der Vergangenheit aber auch deutlich schlechtere Werte. Die eigenkapital -Rendite beträgt aktuell rund 15%. Bungee Global schneidet hier mit 20% besser ab. Ingredient liegt bei ca. 19%. Grundsätzlich liegt ADM hier im SP 500-Median und dieser Wert ist für diese Branche durchaus okay. Mit einer Rendite auf das gebundene Kapital von rund 12% liegt ADM knapp hinter Ingredient mit 13,5%. Bungee ist mit 16% im Vergleich etwas besser. Kommen wir zur finanziellen Gesundheit des Unternehmens. Das Unternehmen hat einen Barmittelbestand von rund 1,5 Milliarden Dollar. Stellt man die Schulden dem Eigenkapital gegenüber, so ergibt sich ein Verschuldungsgrad von 32%. Dieser Wert ist generell als gut anzusehen. Stellt man die Vermögenswerte den Verbindlichkeiten gegenüber, so erkennt man, dass die kurzfristigen Vermögenswerte die kurzfristigen Verbindlichkeiten deutlich übersteigen. Sehr schön ist auch, dass die kurzfristigen Vermögenswerte auch die langfristigen Verbindlichkeiten übersteigen. Das Gearing ist mit ca. 26% ein guter Wert. Es werden nicht zu so viele liquide Mittel zurückgehalten, noch die Stabilität des Unternehmens riskiert. Ebenfalls können die Schulden gut vom operativen Cashflow getragen werden. So deckt dieser aktuell rund 24% der Schulden, was positiv bewertet werden kann. Blicken wir auf das erwartete Gewinnwachstum, so muss man doch einen deutlichen Dämpfer erwarten. Man rechnet hier mit einem Rückgang von rund 14%. Doch warum das Ganze eigentlich? Blicken wir auf den Food Price Index, so können wir sehr schnell erkennen, dass es sich insbesondere um 2022 herum um außergewöhnliche Zeiten handelte. Der Markt hat sich nun etwas beruhigt und es ist auch damit zu rechnen, dass sich das Ganze noch weiter normalisieren wird. Nichtsdestotrotz erkennt man auch hier, dass die Preise langfristig gesehen deutlich steigen. Beim Umsatzwachstum erwartet man ebenfalls einen Rückgang von ca. 2,5%. Bei einem Blick auf die vergangenen Quartalszahlen bestätigt sich das Ganze, vergleicht man die Zahlen mit jenen aus 2022. So ist der Bereich AG Services und Oilseeds rückläufig. Carbohydrate Solutions konnte zwar zulegen, Jedoch ist auch hier der wichtige Nutrition-Sektor leicht zurückgegangen. ADM hat zwar für dieses Business typisch hohe Lagerstände, hat dies aber meiner Meinung nach sehr gut im Griff. Dies fällt insbesondere beim Vergleich mit Ingredient auf. Im Gegensatz zu Ingredient konnte man die aufgebauschten Lagerstände von 2022 schnell wieder abbauen. Kommen wir nun zur aktuellen Bewertung. Das aktuelle KGV ist mit rund 7 im 5-Jahres-Vergleich sehr günstig bewertet. In der Vergangenheit hatten wir ein durchschnittliches KGV von rund 15. Beim Price-to-Free-Cashflow ist ADM gerade circa mit dem 14-fachen bewertet. Im Vergleich zu 2022, wo wir deutlich über dem 25 lagen, ist dies wieder etwas günstiger. 2021 wurde ADM allerdings mit dem 8,5-fachen bewertet. Ich würde den Wert also keineswegs als Schnäppchen sehen. In der Vergangenheit lag der Wert oft negativ aufgrund einer schlechten Free Cashflow-Situation. Beim Price-to-Book-Ratio ist ADM mit dem 1,2-fachen bewertet. Bungie Global liegt hier ziemlich gleich auf. Ingredient ist hier mit dem 2-fachen deutlich teurer bewertet. Beim Unternehmenswert zu EBTA ist das Unternehmen mit 5,8 etwas teurer als Bungie mit 6,3 und deutlich günstiger als Ingredient mit dem 7,5-fachen. Im direkten Vergleich mit einigen der Peers können wir sehen, dass Archer Daniels sowohl beim KGV und auch beim kurs relativ günstig bewertet ist. Tja, da dachte man, ADM hätte die Skandale der 90er hinter sich gelassen. Am 22. Januar stürzten die Aktien von Archer Daniels um fast 25% ab. Nur warum eigentlich? Und zwar wurde bekannt, dass die US-Staatsanwaltschaft in Manhattan eine Untersuchung der Buchführungspraktiken in der Ernährungssparte von Archer Daniels eingeleitet hatte. Der Finanzchef des Unternehmens wurde bereits beurlaubt. Ebenso hat man die Gewinnprognose vorsorglich gesenkt und verschob die Veröffentlichung der Jahres- und Quartalsberichte. Das Unternehmen arbeitet mit einem externen Rechtsberater und einem Prüfungsausschuss zusammen, um die Angelegenheit zu klären. Das alles bereitet den Anlegern natürlich Kopfschmerzen und entsprechend hart hat der Markt auch reagiert. Ob der Markt überreagiert hat, wird sich wohl zeigen. Ja, liebe Leute, dann kommen wir zum Schluss auch schon wieder zu meinem Aktienscoring. Diesmal gehe ich wieder mit gemischten Gefühlen in die abschließende Bewertung. Archer Daniels Midland ist, wie bereits eingangs erläutert, einer der ganz großen auf dem Markt. Der Kurs läuft langfristig nach oben und das Unternehmen konnte schon einige Krisen meistern. Auch wenn man die letzten Jahre zurückblickt, so konnten sich Umsatz und Gewinn toll entwickeln. Trotzdem läuft der Umsatz sehr zyklisch und ich denke, wir werden hier aktuell länger nicht mehr so gute Phasen wie in 2022 sehen. Für die Stabilität des Unternehmens vergebe ich drei von fünf möglichen Punkten. Die Margen haben sich in der Vergangenheit gut entwickelt. Hier wäre aus meiner Sicht aber auch im Branchenvergleich noch Luft nach oben. Die Eigenkapitalrendite und die Rendite auf das eingesetzte Kapital sind stabil. Für die Profitabilität vergebe ich drei von fünf möglichen Punkten. Die Wachstumserwartungen muss man aus meiner Sicht stark zurückschrauben. Zusätzlich kommt der aktuelle Skandal und die Ungewissheit des Ausgangs. Man muss aber auch dazu sagen, dass man langfristig immer zulegen konnte und sich durch Zukäufe und Entwicklungen gut steigern konnte. Ich vergebe hier trotzdem nur einen von fünf möglichen Punkten. ADM weist eine gute Bilanz auf. Die Verschuldungssituation ist gut gemanagt, aber nicht perfekt. Zusätzlich muss ich einen Punkt für die aktuellen bilanziellen Unsicherheiten abziehen. Somit vergebe ich für die finanzielle Gesundheit drei von fünf möglichen Punkten. Als Dividendenkönig bekommen wir von ADM eine extrem stabile Dividende. Diese fällt mit aktuell ungefähr 3,4 auch relativ hoch aus. Das Payout Ratio auf den Free Cashflow ist mir allerdings ein Dorn im Auge. Wer auf Dividenden setzt, hat hier vermutlich trotzdem zumindest langfristig einen sehr schönen Wert vor sich. Trotzdem solltet ihr den Free Cashflow der Aktie im Auge behalten. Ich vergebe drei von fünf möglichen Punkten für die Dividende. Ich denke, die Bewertung ist aktuell sehr attraktiv. Wer sich mit den Risiken auseinandergesetzt hat und langfristig denkt, könnte hier durchaus einen interessanten Einstiegspunkt finden. Für die Bewertung vergebe ich vier von fünf möglichen Punkten. Gesamt kommen wir also auf 17 von 30 möglichen Punkten. Archer Daniels ist aus meiner Sicht für langfristig angelegte Investoren mit etwas Risikofreude aufgrund der aktuellen Situation auf jeden Fall einen genauen Blick wert. Das Unternehmen steht grundsätzlich gut da und es wird in Zukunft auch immer Bedarf an den breit gefächerten Produkten geben. Man betreibt ständig Zukäufe und investiert in Forschung und Entwicklung sowie einer nachhaltigen Produktion und Logistik. Gäbe es die aktuelle Situation nicht und die Krisen aus der Vergangenheit, könnte ich mir auch vorstellen, dass Archer Daniels einen höheren Score verdient hätte. Wie immer gilt meine Einschätzung jedoch nur als Basis und ihr solltet unbedingt eure eigene Recherchearbeit vor einer Investition tätigen. In das Video ist wieder sehr viel Energie geflossen. Sollte euch das Video gefallen haben, hinterlasst mir bitte ein Like. Besonders würde ich mich darüber freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert, um in Zukunft nichts zu verpassen. Gerne könnt ihr mir auch Feedback hinterlassen und Wünsche für ein zukünftiges Video äußern. Bis zum nächsten Mal, euer Aktientax.